So, hallo ihr Lieben da draußen, willkommen zu einer weiteren Folge ETS2MP. Heute ein paar Neuerungen, die aber leider schon ein paar Wochen entfernt sind. Und für Leute, die nicht wissen, wie man die Neuerung einfach auch im Multiplayer ansetzt, benutzt halt, zeige ich das mal kurz. Ihr geht auf LKW-Händler, denn auf ganz wichtig Mercedes-Benz, da gibt es nur das Auto, das neu hinzugekommen ist. Online kaufen und hier seht ihr das Auto schon. Aufrüstung ändern könnt ihr das beliebig machen. Hier könnt ihr auch das machen. Hier könnt ihr die Farbe auswählen, ganz normal. Aber ganz wichtig ist hier unten, ganz hier unten dürft ihr nicht die Blaulichter unten anmachen. Blaulichter anbringen, damit es zum Polizeiauto wird, das dürft ihr nicht machen. Auch hier oben nicht oder so, weil sonst akzeptiert Multiplayer, sonst könnt ihr damit halt nicht im Multiplayer fahren. So wie es jetzt ist, könnt ihr das natürlich machen. Ihr könnt auch alle anderen, die Reifen könnt ihr auch auswählen, ist kein Problem. Bloß da und mit Blaulicht und etc. allem drum und dran dürft ihr das halt nicht machen. So wie es jetzt ist, so dürft ihr damit fahren. Werdet ihr auch bestimmt mitkriegen, wenn ich mit euch fahre. Und ja, wollen wir mal kurz starten, schauen, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe vor, mit euch weiter in Skandinavien zu fahren. So, ich bin schon hier drin. Fahre gerade EU2. Schauen wir mal kurz, wir sind in Linz, dann transportieren wir uns mal kurz nach Skandinavien rüber. Das macht ihr auf Garagenansicht, dann Kartenansicht und dann würde mal sagen, wir gehen mal nach hier unten hin, nach Güterberg. Schnellreise und dann auf ja. Das dauert noch nicht mal lange. Für diejenigen, die einen etwas schlechteren PC haben, wird das etwas länger dauern, weil die Schnellreise generell ein bisschen länger dauert. So, und dann sind wir schon da. Ich schau mal kurz, wer gerade hier. Es sind nur zwei Spieler da. Ich habe noch Rundumleucht an. Wir wollen mal ein bisschen Licht anmachen. Und schauen gleich mal, hoffentlich klappt es. Nicht, dass ich erstmal schlafen muss. Ja, Tatsache, es klappt. Denn hier gibt es auch einige LKWs, die mit dem Skandinavien und Koinese Update einfach neu sind. Zum Beispiel Volvo LKWs, das man nie jetzt transportieren kann, aber wir wollen jetzt mal schauen. Oh, das nach Ungarn, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Das ist auch ein bisschen zu weit. Mal sehen. Polen habe ich jetzt auch keinen Bock so. Ich habe eher Skandinavier in Sicht. Skandinavier, da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Aber wirklich keine. Oslo waren wir da schon? Ich glaube schon. Aber da war man noch Linksbück nicht. Dann fahren wir mal dahin, würde ich sagen. Oder was ist das? Das ist kürzer. Dann fahren wir erstmal nach Jönköping. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich kann das nicht aussprechen, das Wort. Auf jeden Fall fahren wir da mal hin. Ist gerade hier dunkel, wie ihr merkt. Ich fahre hier oben, also auf dem Rechner, wo ich alles drauf habe, fahre ich halt mit Tastatur, weil mit Lenkrad, habe ich ein paar Probleme, das klappt nicht so, wie ich will. Deswegen fahre ich mit Tastatur. Ich kenne auch einige ETS2-Spieler hier, die einfach die Straßenordnung nicht wissen. Zum Beispiel, wenn Ampelausfall ist oder wenn wir in einer Stadt sind und
die Links-vor-Rechts-Ordnung, also Rechts-vor-Links-Ordnung gilt, dass die trotzdem so lange warten, bis ich einfach weg losfahre. Weil die es einfach nicht kennen. Also das ist auch ein bisschen, blöde. Dafür so, für die Straßenverkehrsordner könnten die ruhig mal hier ein bisschen was einführen. Aber einige halten sich überhaupt nicht dran. Was eigentlich relativ schade ist. Oh, es dauert 1 Stunde und 20 Minuten, bis wir erst da sind. Aber das Glückliche ist bei ETS 2 MP und bei Euro 2 kann man halt so schnell fahren, wie man will. Nur bei Euro 1 nicht. So. Zum Beispiel, ich fahre jetzt schon 160. In der Nacht sieht es etwas dunkel aus. Auf dem Server sind jetzt knapp 1600 Spieler drauf, es passen da 2300 drauf. Also so voll ist EU2 jetzt nicht. Hat auch deutlich nachgelassen, weil sich die Spieler halt zwischen ATS und ETS jeweils verschieben. Okay, bei ATS sind deutlich weniger, das sind meist so in Servern bis zu 100, 200 Leute. Sind da nicht. Bei ETS sind halt noch über 2000 an den Wochenenden und an den Abenden. Da vorne ist auch wieder eine Ampel, wie ihr sehen könnt. Es leuchtet was Rotes auf. Das haben sie eigentlich auch verdammt gut gemacht, dass es hier viele Ampeln gibt, also viele Baustellen. Also Ampel soll es eher weniger geben, aber viele Baustellen gibt es, dass es in Deutschland oder in East halt nicht so viel gibt. Deswegen ist Skandinavien auch ein weiterer Grund dafür, wieso man es eher kauft. Das Problem ist, manchmal spielen die Ampeln auch rum und doch. Manchmal spielen die Ampeln auch rum und zeigen halt kein Gelb und Grün mehr an, sodass man hier zwei halbe lange Stunden da ran sitzt und wartet, bis es grün wird. Hört sich ein bisschen unlogisch an, aber ich saß da ungefähr 15 Minuten dran und hab gewartet, bis es grün wird bei einer Ampel. Das war ein bisschen. Schade, ein bisschen unglücklich. So, dann sind wir auch schon da. Sorry. Es gibt ja einige Einfahrten, die sind ja wirklich extrem klein. Ja, also es gibt ja so eine Firma, die heißt IKEA. Ich nenne sie am liebsten IKEA, aber sie heißt anders. Die Einfahrten sind da wirklich verdammt klein. Und da schafft man es sogar kaum mit Lenkrad irgendwie da rein und raus zu kommen, weil das extrem klein ist. Vor allem mit Anhänger hat man da kaum eine Chance. Unsere Fahrt dauert jetzt 3 Stunden. Schade, dass wir bisher keinen weiteren Spieler getroffen haben. Finde ich echt schade im Moment irgendwie. Ach, da vorne ist einer.
Die Tastatur ist manchmal verdammt schwer zu fahren, ey. Deswegen empfehle ich halt immer mit Lenkrad oder Controller zu fahren. Das ist deutlich einfacher und praktischer. Also mit Tastatur, ihr seht, dass das ein bisschen schwierig ist. Man kann nicht immer die Spur halten. Obwohl, ich habe das ja mit euch da immer am Anfang gemacht, bis ich mir vor einem knappen Jahr oder ungefähr ein halbes Jahr ein Lenkrad gekauft habe es damit eigentlich auch verdammt gut läuft. Kommt uns zum ersten Mal einer entgegen. Ich weiß nicht, ob ich das schon in der letzten Folge angesprochen habe, aber Omni 2 wird bald wieder kommen. Ich habe das eigentlich mit den Spiegeln hingekriegt, dass ich wieder die Spiegel funktionstüchtig machen kann. Es hat an einer Textur gelogen. Es ist spät am Abend, deswegen bitte nicht wundern, dass ich ein paar kleine Sprechfehler habe, obwohl ich sie ja immer habe. Ja, unten auf dem Navi sehen, wie viel ich gerade fahre, wird rot angezeigt. Also, ich bin jetzt schon viel zu schnell unterwegs, aber mit dem Kontostand kann man sich das ruhig geben lassen. Für euch ganz wichtig: Ich habe den Kontostand nicht gecheatet. Ich habe den nicht gecheatet, genauso wie die Level ich nicht gecheatet habe hier. Es gibt so einen kleinen Trick bei ETS 2. Wenn du ca. 200.000 erspielt hast und du kaufst du nicht für dich erstmal. Oh, ganz, das war, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Da kaufst du nicht für dich einen LKW, sondern für deine Mitarbeiter erstmal. Für deine Mitarbeiter kaufst du erstmal einen LKW. Und wenn du das getan hast, dann kannst du. Kriegst du ja halt von den Mitarbeitern Geld, dann geh mal versuchen, öfter schlafen zu gehen. Weil immer, wenn du schlafen gehst, kriegst du halt, ich glaube, es waren so 11 Millionen. Was relativ unlogisch ist, aber du kriegst es halt. Ich hatte mit 5 Fahrern, hatte ich auf einmal, weil ich einmal geschlafen habe, hatte ich auf einmal 11 Millionen stehen. War ich ein bisschen baff, aber das ist so ein kleiner Trick, den ich euch nur herzens empfehlen kann. Wie viel Prozent habe ich? Könnt ihr bei F7 nachsehen. Oh, 1% auf beiden. Ich lasse euch das kurz mal genießen. So, in 40 Minuten sind wir dann auch da. Dann können wir die Fracht abliefern und mal schauen, wie wir einpacken können. So, da sind wir mal schneller als ein Spieler. Mal sehen, ob wir ihn überholen können.
läuft. So, da kommt man zu spät entgegen. Wir müssen sie ab. So, hier sind auch ein paar Kollegen von uns. Grüßen mal freundlich. Kriegen keinen Gruß zurück. Hier ist auch ein LKW. Mich wundert, dass hier keine Autos sind. Das wundert mich jetzt ehrlich. Oh, müssen wir hier schon hier rein? Tatsache. Er grüßt freundlich. Er ist ein freundlicher Kerl. So mag ich das, wenn Leute, die hier grüßen bei ETS. Das ist einer der normalen Einfahrten. So. Mal schauen. Oh, das geht ja ganz flockig. Dürfte ganz flockig gehen. Da vorne ist auch ein bisschen Platz. So, dann wollen wir mal einparken. Es zumindest versuchen. Ich gucke gar nicht ganz schlecht an, weil ich hinten einfach kaum was sehe in den Spiegeln. Mit der Stellung muss ich noch mal neu drehen. Das klappt so nicht. Das sieht doch gut aus. Das sieht perfekt aus. Na komm, nimm an. Nimm. Bitte. Ja. Perfekt. So. Gute Arbeit wegen den 1% Schaden. Und ja, wir haben 8147 Euro bekommen und 294 RP. EP meine ich, nicht RP. Ich bin noch bei GTA, sorry. Und wir sind gerade 34 und da sind wir auch als Elite. So, das war's für ein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, euer Y-Clip.